Und damit ein herzliches Willkommen zum nächsten Dark Pictures Projekt aus der Dark Pictures Anthology. Diesmal das dritte Spiel, House of Ashes. Natürlich in guter, wie altbekannter Manier, natürlich completed blind. Mal gucken, wir hatten in Man of Medan ja das Geisterschiff, in Little Hope die Hexenstadt. Mal gucken, was uns jetzt bei House of Ashes erwarten wird. Wir sind natürlich alleine. Ich fühle mich so allein. Wenigstens seid ihr dabei. Das gibt mir Rückhalt. Das ist schön. Ja, auf ins Kampf. Mal gucken, wie es diesmal anfängt. Fortsetzen, ja, haben ja nichts. Verdammt, in Akkad. Stimmt, das Spiel soll sich irgendwo im arabischen Raum ansiedeln. Wo genau, habe ich jetzt vergessen. Wir spielen herausfordernd. Überleben ist wahrscheinlich. Die Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt. Der Tod ist unausweichlich. Na, wir spielen schön auf Mittel. Ladezeit, Ladezeit, Lade, Lade, Ladezeit. Ladezeit. Babum, bum, bum. Da bin ich mal gespannt, was in diesem Spiel auf uns zukommt. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber wie ich es bei Dark Pictures gewohnt bin, wird es auf jeden Fall ein Gruseltrip werden. Denn sie sehen Wind und werden Sturm ernten. Hosea Kapitel 8, Vers 7. Ja, das ist altbekannt. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Nein. Manche Entscheidungen retten Leben. Manche andere bringen den Tod. Andere, ja, sind tödlich. Das wäre ein cooles Wallpaper mit der Krähe und dem Schädel. Wähle weise. Bin mal gespannt, wie die Anfangskatastrophe wieder ist. Wie es ja bei House of Ashes und Man of Medan ja auch war, dass wir erst einmal die Vergangenheit spielen. Oh, hi. Ein glotzendes Ge... Ich glaube, der ist... ja, der ist... Pfui, Deibel, wieso hat hier jemand sowas aufgestellt? Akkad. 2231 vor Christi. Oh, das ist natürlich... eine ganze Weile her. Nein! Ich will nicht sterben! Schweig! Deine Worte bedeuten hier nichts. Welch weise Dein Blut begleicht die Forderung des Königs. Dein Opfer wird seinen Fluch aufheben. Der Fluch! General Baratun, vergebt mir, Herr. Der König verlangt eure Anwesenheit. Also das ist das älteste Flashback, was wir jemals in Dark Pictures bisher hatten. Vorerst. Stimmt, bei Until Dawn hatten wir ja auch erst ein Flashback. Schafft ihn weg. Genau, schafft ihn weg. Du hast Glück, Herr. Glück? Nein. Kein Glück für diese Runde. Warum habe ich keinen Untertitel? Ich möchte Untertitel. An. Ja, einmal bitte saven. Ich möchte Untertitel, hallo. Sonst weiß ich nicht, wie die Charaktere nachher heißen, weil die Namen dann untergehen oder so. So viel Zeit muss sein. General, wir sollten hier weg. Der König... Sein Wahnsinn wird uns alle verschlingen. Was ist der Wahnsinn? Der Tempel ist verflucht. Eher sterbe ich an diesem Ort. Schöner Bart. Draußen der Pest anheimzufallen. Die Pest? Wir haben unsere Befehle. War die nicht eigentlich ein bisschen sehr, sehr viel später? So knapp 4000 Jahre später? Fast. Sagen wir so 3,5. Aber prunkvoller Palast. Der Mondgott schickt dich, um mein Reich zu zerstören. Ich weiß es, Mädchen. Ich sehe alles. Sieh dich nur um. Wiegt diese Halle denn nicht alle meine Sünden auf? Schätzen die Götter diesen Ruhm nicht? Ich verstehe gerade nur Bahnhof, aber es wird sich ja Gott sei Dank aufklären. Komm, General. Der Mondgott schickt eine Armee, uns zu zerstören. Der Mondgott? Ah ja. Ich sammle sofort unsere Streitkräfte. Gut. Kunde von dort unten? Das Feuer brennt. Hunderte Gefangene, mein König. Ihr Opfer wird Zeit brauchen. Zeit?
haben wir nicht mehr. Sei es drum. Das Blut dieser Armee wird den Sand tränken. Das Opfer wird erbracht werden. Fangt mit der hier an. Die ist ja auch gerade in der Nähe, ne? Das hat er jetzt nicht... Sagt mir, General, erinnert sie euch an jemanden? Gute Frage. Mein König? Gemahnt sie nicht etwas an eure eigene Tochter? Das weiß ich nicht, dafür müsste ich sie ja mal sehen. Wie alt wäre sie jetzt? 18. 18? Diese Pest ist eine solche Tragödie. Der König ist mir unsympathisch. Tötet sie. Was? Naja, er ist der König, sonst sind wir am Arsch, also... Wie ihr befehlt. Alter, die ist, die ist ganz schön wehrhaft, die Kurze. Eine Assassine! Die kommt aus Assassin's Creed. Dafür wirst du büßen. Eine Treppe. Duck, 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 duck. Ah, hat sie überlebt. Okay. Jetzt mit dem Speer. Und hui! Willst du Sparta? Aua. Dem König gefällt dieses. Mal gucken, welche Tragödie, weil meistens sterben die ja alle am Ende. Es war zumindest so bei den vorhergegangenen Spielen. Außer bei Antidon, da sind nur zwei draufgegangen. Naja, wenigstens zeigen sie jetzt nicht das, worauf er einschlägt. Nein, nicht zeigen, ich mag das nicht. Oh, jetzt nimmt der Alter. Ist das ein Predator oder was? Also werfen kann er. Pfui, Deibel, ist das eklig. Müssen die das zeigen? Gut, dass ich schon gegessen habe. Aber ich mag diese Schwerter. Die erinnern mich immer so an Game of Thrones. Er ist ziemlich wehrhaft. Alter, was geht denn hier schon am Anfang an? Oder hat er gut geschaltet? Du kommst hier. Alter! Was geht hier ab in diesem Spiel? Reicht es nicht, wenn es eine Tragödie gibt oder irgendeinen Zwischenfall, dass alle draufgehen? Jetzt bringen sich alle gegenseitig um. Was soll das? Die große Halle. Wo ist Joffrey Baratheon? Er hockt bestimmt hinter der Maske. Der ist nämlich genau so ein komischer Haiupai. Ja, da steht dir das Maul offen. Was? Boah, wie lange das wohl damals gedauert hat, so etwas zu erschaffen. So, in den Felsen hineinzuhauen und sowas. Aber ich mag seinen Bart. Er hat Bartschutz. Gibt Rüstung plus eins. Macht er jetzt einen auf Mumie oder was? So. Kommt jetzt eine Sonnenfinsternis? Schütze der Dunkelheit, lass die Schlacht beginnen! Es ist Sparta! Dab, 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 dab. Eine Sonnenfinsternis. Das war früher ein ganz böses Omen. Ja, ich würde mal sagen, da geht's gerade ab. So, ein bisschen. Okay, was auch immer unter diesem Tempel ist. Es ist erwacht. Und es hat Hunger. Das weiß ich nicht, das habe ich jetzt so gesagt, weil es dramatisch gut klingt.
Götter, gib mir Stärke. Also ganz ehrlich, bei ihm muss ich so ein bisschen an Scorpion King denken, also an den alten Film von Dwayne Johnson. Oh. Ja, da hast du dich vollkommen umsonst mit einem doch sehr epischen Kampfschrei in die Halle gewagt, denn alle sind bereits hinüber. Der König ist hinüber, aber... Okay, jetzt wissen wir auf dich was. Tür zu! Kommst du denn rein? Ich glaube, der kleine Speer wird das Viech nicht draußen halten. Oh, die zwei Feinde. Der Mann mit dem gerüsteten Bart und der Typ, der seinen Wächter genietet hat. Können die sich jetzt wenigstens berappen? Nein, nicht. Jetzt hör ihm doch erstmal zu. Boah, der Kampf mit den zwei Schwertern. Ah. Mensch, jetzt vertrag doch mal für ein paar Sekunden da draußen, was sind beide umnietet. Hilf mir gut her. Genau, jetzt helft euch doch mal ausnahmsweise. Kann doch nicht so schwer sein. Danach könnt ihr euch immer noch die Köpfe einschlagen. Was lauert dort? Was hat die Arkada getan, um so gestraft zu werden? Moment mal, Arkada? Wir wurden verflucht. War das nicht auch bei Scorpion King? Hat uns verflucht. Der König. Wir dachten, ihr wärt der Fluch. Das war falsch. Naja, besser später als ich das gar keine. Unter dem Tempel in Nippur. Er baut diesen Tempel, um Buße zu tun. Aber die Götter erhören ihn nicht. Und nun ist auch er verstummt. Ja. Mein Herr. Ihr seid frei von seinem Wahnsinn. Das sind wir alle. Frei? Frei zu sterben. Das ist dein Tempel. Was können wir tun? Doofes Gesicht machen. Da ist ein Weg durch die Katakomben. Dir soll ich vertrauen? Ja, du kannst doch gerne hierbleiben. Akada! Warte! Er kann ja da bleiben mit dem... Was auch immer da an die Tür klopft. Also der... sehr, sehr enthusiastische Versicherungsvertreter. Oder Staubsauger. Aber immerhin, wir haben jetzt eine Fackel. Ich denke, man sollte die Türe hinter sich schließen. Aber wenn ein Monster da oben ist, es muss ja irgendwo voll gelebt haben, also wahrscheinlich in den Katakomben, macht es durchaus Sinn, dann in diese Katakomben zu gehen. By the way, darf ich jetzt auch vielleicht auch mal selber spielen, zum ersten Mal in diesem Video? Also nicht nur triggern, sondern auch wirklich steuern. Ich würde ja die Tür hinter mir dicht machen, aber... Ah, die haben mir zugehört. Der Kameramann muss draußen bleiben. Mir nach. Ich liebe diese Schwerter. Ich finde die so awesome. Ja. Ich mag das nicht, schon schwungvoll. Komm. Weil ich finde das gut, dass man die bösen Viecher nicht direkt sieht. Das macht die Spannung noch nur ein bisschen mehr. Also es treibt die Spannung in die Höhe. Achso, oh, jetzt muss ich das machen. Ja, und das kann man ja wechseln. Das hatten wir ja im Vorteil auch. Oder in den Vorteilen. Bum, bum. Bum, bum. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom. Ich glaube, hätten wir uns jetzt... Nochmal! Ich glaube, hätten wir uns jetzt verdrückt... Bum, bum. Ich glaube, dann wäre das Tutorial schneller vorbei, als wir gucken können. Aber ich möchte so lange wie möglich hier am Leben bleiben. Nicht, dass das Let's Play am längsten dauert, aber halt um... möglichst viel vom Spiel auch zu bekommen. Da ist eine Ratte. Ich glaube, die Ratte ist gleich weg. Nur eine Ratte. Tö! Nur eine Ratte. Wie viele starben für unseren König? Zu viele. Ihr Opfer brachte ihm nichts. Oh, ich darf mal was zugreifen, okay. Ein Käfer. Ich bin mit einem Schwert... Ah, ich darf endlich mich mal bewegen. Das wurde auch langsam Zeit. Oh, hier haben wir was.
Unsere eigenen Handlungen verdammen uns. Ja. Warum hat er den Tempel geplündert? Aus Gier? Es sind doch immer die gleichen Gründe. Für Gold, für Ruhm. Richtig. Aus Gier. Schlange. Moment, die Halskette kam mir gerade bekannt vor. Der hatte doch auch so eine Schädelhalskette, das Viech, was da rauskam. Ist das hier vielleicht unser Freund, den wir dabei haben? Muss ich hier überhaupt hin? Ja, das haben wir ja bereits gesehen. Kann ich mich auch... Ah, so kann ich mich schneller bewegen. Ich glaube, hier sind wir reingekommen. Oder nicht. Hier. Hilf mir damit.